Die einst so schillernde Fassade von Tirols Immobilientycoon René Benko hat zu bröckeln begonnen und Risse bekommen. Investor Benko hat im vergangenen Jahr einen Verlust in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro mit seinen Immobilienprojekten hinnehmen müssen. Das Unternehmen, das immer wieder wegen seines Firmengeflechts in der Kritik steht, begründet das mit einer Neubewertung seiner Immobilien. Die Signa-Gruppe von René Benko ist eine international tätige Gesellschaft und vorwiegend in der Immobilienbranche aktiv. Das Geschäftsmodell lautet dabei, Häuser in den besten Lagen zu kaufen, sie wenn nötig zu sanieren und dann zu möglichst hohen Preisen langfristig zu vermieten. Das sind Gebäude, wo das Argument gilt, na, das wird immer wertvoll sein, ja, da werde ich nie ein Problem bekommen. Ja, das ist in so einer guten Lage, das ist so ein tolles Haus. Und das ist eine Geschichte, mit der man dann halt auch Investoren das Gefühl geben kann, das Geld ist sicher angelegt. Zu den Top-Immobilien der Signa-Gruppe zählen etwa das Kaufhaus Tirol in Innsbruck, das Kaufhaus des Westens, das KDW in Berlin oder das Chrysler Building in New York. Organisiert ist die Signa-Gruppe in einem nach außen schwer durchschaubaren Firmengeflecht mit vielen Subgesellschaften, die wiederum Subgesellschaften haben, in denen dann die eigentlichen Immobilien geparkt sind. Solch komplexe Firmenstrukturen werden dabei häufig aus einem bestimmten Grund gewählt. Diese verschachtelten Konstruktionen mit verschiedenen Teilgesellschaften im Immobilienbereich haben in der Regel steuerliche Gründe. Es geht darum, weniger Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Es geht darum, weniger Körperschaftsteuer zu bezahlen, wenn Gewinne anfallen und sie ausgeschüttet werden. Nach einem guten Jahr 2021 mit hohem Gewinn hat die wichtigste Immobiliengesellschaft von René Benko im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust verbucht. Das Unternehmen erklärt das mit einer Neubewertung der Luxusimmobilien. Dies sei nötig gewesen, da der Immobilienmarkt in Turbulenzen geraten ist. Daher wurden die Signa-Immobilien um rund 6% abgewertet. Der Wert der Immobilien wird dabei noch mit mehr als 20 Milliarden Euro angegeben. Außerdem verweist Signa auf stille Reserven, die mit mehr als 1 Milliarde Euro beziffert werden.